Hallo meine lieben Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, dem Shartox. Das letzte Mal hier stehen geblieben in der Gongaga-Region, wo wir zuletzt einmal große Wache am Strand gelernt haben, beziehungsweise Mega-Abwehr und dann hier diesen Reaktor besucht haben und auch Zacks Eltern. Tja, die Person Zack ist uns derzeit noch unbekannt, aber eines Tages wird dieses Geheimnis definitiv gelüftet. Ich find's echt interessant, in Final Fantasy 7, dass man halt solche Sachen, solche kleinen Hints einfach, ja, kennenlernt, wenn man einfach nur einen Blick fürs Detail hat oder einfach mal aufmerksam einfach mal ein bisschen wild durch die Welt rennt und Leute anspricht. Finde ich ganz schön, sowas. Immer wieder. So, ich würde sagen, diese Gegner hier, die exterminieren wir. Exterminiert, meine Damen und Herren. Perfekt. So, und hier sind wir auch schon in der Cosmo Region, glaube ich. Dass sie so heißt. So, und es gibt theoretisch auch eine Möglichkeit, wie man hier Cosmo Canyon skippen kann. Aber das ist natürlich nicht das, was wir machen wollen. Unser Anspruch. Was? Unser Buggy geht nicht kaputt? Wir können einfach so hier rein? Ich dachte, unser Buggy geht immer vor Cosmo Canyon kaputt. Oder ist das erst, wenn man hier runterfährt? Naja, ist auch relativ egal. Wir treten ein in Cosmo Canyon, sobald wir kurz gecheckt haben, was hier für Gegner auf der Overworld sind. Hier, das Ding da. Das sieht doch irgendwie so aus, als hätte es was. Manipulation nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass man nicht manipulieren kann, oder doch? Ich glaube, Manipulation ist nicht unbedingt 100%, oder? Ich erinnere mich nicht. Habe ich was gerade klauen können? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, leider. Zu weit weg. Ah. Okay, never mind. Ich glaube, das funktioniert doch nicht. Dann halt eben heiß und fertig Feuer! Heute gibt es gebratenen Vogel. Naja, das hat uns nichts gebracht, aber hier gibt es auch mehrere Gegner. Schauen wir doch einmal ganz kurz. Dum, 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 dum. Ja, ich warte. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, stimmt. Fernangriff funktioniert ja. Oh, da war was. Da habe ich gerade selber gar nicht dran gedacht. Egal. Wenn nur dieser blöde Kackvogel auftauchen will, dann ist mir das jetzt auch egal. Ich bin wieder da. Ich bin's, Nanaki. Hey, Nanaki, hier bist du sicher. Komm, sag Bugenhagen hallo. Nanaki? Willkommen in Cosmo Canyon. Kennst du dieses Land? Nein, erzähl's mir. Lass mich erklären. Leute aus aller Welt kommen hierher auf der Suche nach dem Studium des Planetenlebens. Amga, wir sind zurzeit voll belegt, deswegen... Könnte auch gleich AMK stehen, nein. Deshalb kann ich dich leider nicht reinlassen. Die haben mir geholfen, als ich unterwegs war. Bitte lass sie rein. Oh, stimmt das? Ihr habt unserem Nanaki geholfen? Bitte, kommt rein. Wer ist Nanaki? Nanaki ist Nanaki. Das ist sein Name. well, yeah, because Nanaki heißt bei uns auch Nanaki. Silly question, Cloud. So, wollen wir mal hier hochgehen? Ich glaube, hier konnte man was holen. Guten Tag, suchst du was Bestimmtes? Man kann hier Äther kaufen. Vielleicht sind die ja irgendwann mal handy. Bestimmt.
Konnte man hier weiterlaufen? Moment, irgendwie ging das, glaube ich. Ich glaube, nur momentan geht es nicht, dass wir da weiterlaufen können. Oder aber, andere Sache. Wir müssen von woanders da entlang gehen. Das ist Cosmo Canyon, ein geweihter Ort. Dürstet es sich nach dem Studium des Planetenlebens? Genau. Echt? Ich hörte, es gibt hier ein seltsames Observatorium. Ich würde es gern sehen, wenn es geht. Ich glaube, wir müssen da hochklettern. Alter Bugger, findest du? Hast du Nanaki jetzt zurückgebracht? Ja, danke. Okay. Willkommen, wie wär's mit unserem Original-Cocktail Cosmo-Flamme? Ab und zu ein Gläschen ist bekömmlich. Man entspannt sich ein etwas, wenn man weiß, wann man aufhören muss. Ah ja. Huch, ein leeres Zimmerchen? Sowas mögen wir nicht. Vielleicht ist dort später etwas zu finden. Willkommen im Schildrein. Es kostet 100 Gil pro Nacht. Nee. Ein Elixier haben wir wenigstens gefunden. Wohin mit meinem Leben eigentlich? Ich wollte hier hoch, ne? Ich stelle mich dabei ein bisschen dämlich an, aber jetzt geht's! Mensch, wie kommen wir denn da hinten nochmal hin? Da, wo dieses grüne Etwas war. Tatsächlich wirklich nur später? Ich bin gerade nämlich dezent verwirrt. Weil hier hinten kann man ja auch nicht lang gehen, das hätte ich ja gesehen. Naja, okay. Also dann wahrscheinlich doch hier hoch und dann kann man da irgendwo durch den Raum nachher durch. Oder zu einem späteren Zeitpunkt, wie auch immer. Hier war ich. Ich meine, das ist meine Heimatstadt. Meine Stammesbrüder waren die Beschützer derer, die diesen schönen Canyon und den Planeten zu schätzen wissen. Meine tapfere Mutter kämpfte und starb hier, aber mein feiger Vater verließ sie. Ich bin der Letzte meines Stammes. Feiger Vater? Ja, mein Vater war ein Taugenichts. Und daher habe ich die Mission, diesen Ort zu beschützen. Von meinen Vorfahren übernommen. Hier endet meine Reise. Hey, Nanaki, da bist du wieder! Ich komme, Opa! Das trifft sich gut. Warum machen wir nicht auch eine Pause? Wir treffen uns später wieder hier, okay? Okay! Und hier ist ein Speicherpunkt. Mein Gott, sehe ich sowas gerne. Besonders, wenn der Computer anfällig ist für Bluescreens. Oh, willkommen. Die Leute in diesem Canyon hassen die Konkurrenz. Hier gibt es fast nur Reproduktionen. Das ist schon okay. Einige kann man wirklich gebrauchen. So, Schmetterlingsklinge. So, finde ich gut. Wollen wir haben. Das boostet uns alle nochmal hier ordentlich hoch. Grünes Megafon. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Einfach nur, weil wir ein Sammler sind. Das weiße Megafon, ich weiß gar nicht, wie viel Stärke es hat. So, da oben müssen wir theoretisch hoch. Aber gehen wir nochmal hier kurz rein. Wo habe ich es nur hingelegt? Es muss hier irgendwo sein. Oh, ob wir hier wohl irgendwas finden können? Tja. Ich weiß nicht, wo du etwas hier hingelegt hast, aber ich finde es jetzt gerade auch nicht. Leider nein. Ich habe das Gefühl, ich war schon heiß dran, aber nein. Vielleicht muss er auch da weggehen und dann können wir das Ding untersuchen. Who knows? Hallo? Ich komme nicht rein, habe ich mir gerade gedacht. Ich komme nicht rein! Die Tür geht nicht auf, weil Bogenhagen sie versiegelt hat. Wie hat er denn das gemacht? Mit Superkleber? Mensch, ich habe so viel zu tun. Ich brauche noch mehr Hilfe. Murmel und Mecker.
Na, du hast dein Wechsel einfach gehört. Na, ich komme. Willst du was kaufen? Ja, richtig. Ach, so ist das. Hä? Du willst das kaufen? Oh, wir haben kaum Kunden und daher... Oh, aber ich habe viel Vertrauen in unsere Materie. Mhm, aha. Wow, guck mal. Extra HP. Vielleicht gar nicht so doof, mal zu holen. Vielleicht aber auch wohl. Lol. Der Tooltip bei MP stimmt nicht. Da steht immer noch HP. Bei beiden steht HP. Ich hoffe aber, dass HP das tut, was es verspricht. Aber was will ich dafür denn ablegen? Eigentlich gar nichts. Da, 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 da. Okay. HP plus 10% ist schon ganz nice eigentlich. Besonders wenn man es gelevelt hat. Denke ich. Schon eine coole Investition. Aber. Ja gut. Ich würde vielleicht auf Hitze vielleicht verzichten. Tatsächlich. Mann, oh Mann! Sieht das hier langweilig aus? Die Materie ist auch nur ein Krampf. Tja, du wirst es wohl wissen. Cloud, das ist Bugen, mein Großvater. Er ist ein Phänomen, er weiß alles. Ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Oh, Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Hör auf, Großvater, ich bin 48. Hohoho, Nanaki Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Großvater, ich wäre so gern erwachsen. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki, du kannst jetzt doch nicht auf eigenen Füßen stehen. Es wäre irgendwann ein Ende. Sieh nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgar die Sterne stibitzen. Du kennst das, nicht wahr? Ein schlechtes Beispiel, wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Wenn die Welt erst im Sterben liegt, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Im Sterben liegt? Oh ja, das kann es. Das kann morgen sein oder in 100 Jahren. Aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das? Ich kann den Planeten klagen hören. Wie das? Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Was war das? Das war ein Aufschrei unserer Welt. Hast du es nicht gehört? Als wollte er sagen, es tut weh, ich leide. Sie sind unterwegs, um die Welt zu retten. Zeig ihnen doch mal dein Gerät. Ohoho, die Welt zu retten, Andererseits kann es auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Bugenhagen! Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Es wimmelt plötzlich von ihnen. Ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Cloud, bitte ruf einen von ihnen herbei. In Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. Einen von ihnen? 2 von ihnen, oder? Würde ich sagen, an der Stelle, aber egal. Never mind. So, dann wollen wir mal schauen. Yuffie, du warst, glaube ich, noch hier, oder? Gott, ich hasse studieren! Alright. Dann holen wir tatsächlich mal unsere Traumtruppe hier rein.
Hier, hierher, die Tür ist offen. Kommt herein. Ohoho, scheint so, als hättest du jetzt alle beisammen. Fangen wir also an. Ich stelle mich dorthin. Toll, das ist wie in Wirklichkeit. Recht anständig. Das ist mein Labor. Alle Bewegungen im Weltall sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Schaut nur, eine Sternschnuppe. Ist das schön. Ja, das hat was, nicht wahr? Also, kommen wir zur Sache. Früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Der Körper verwest und wird wieder Teil der Welt. So viel ist allgemein bekannt. Aber was ist mit Bewusstsein, Herzen und Seele? Auch die Seele kehrt in den Planeten zurück. Und nicht nur die Seele des Menschen, es ist bei allem, was auf der Welt lebt. Ja, bei allen Lebewesen des Universums, genau so. Die Geister, die wieder Teil der Welt werden, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom, das ist anders ausgedrückt der Weg, den die Energie der auf dem Planeten umherwandernden Seelen beschreibt. Geistige Energie, ein Begriff, den ihr euch gut einprägen müsst. Neues Leben, Kinder werden mit geistiger Energie ausgestattet und zur Welt gebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben. Sie kehren dann wieder zum Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Aber ich schweife ab. Ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Geistige Energie ermöglicht das Leben überhaupt, Bäume, Vögel und Menschen, aber nicht nur die Existenz von Lebewesen, auch das Dasein von Planeten beruht auf geistiger Energie. Was passiert, wenn diese geistige Energie verschwindet? Das sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens. Wenn die geistige Energie verloren geht, wird unser Planet zerstört. Geistige Energie ist wirksam, weil sie in der Natur vorhanden ist. Wenn die geistige Energie gewaltsam extrahiert und industriell verarbeitet wird, kann sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Du meinst damit die Makroenergie, nicht wahr? Tag für Tag saugen die Makroreaktoren geistige Energie herein, sodass sich deren Menge verringert. Die geistige Energie wird in den Reaktoren komprimiert und zu Makroenergie verarbeitet. Dadurch werden sämtliche Lebewesen ausgepresst und um ihre Lebensfähigkeit gebracht. Das heißt also, dass durch die Makroenergie letztendlich der Planet zugrunde gerichtet wird. Ach, war das nicht schön spirituell, meine Damen und Herren. Eine schöne Lektüre.
Die Geschichte der die Geschichte der Planeten und derer, die mit ihnen lebten. Willst du mehr erfahren? Dann musst du den Worten der Alten lauschen. Der Alten? Nanaki? Sein Vater soll ein Feigling gewesen sein? Das ist es also. Nanaki hat es die ganze Zeit vermutet. Ha? Tja, wir werden noch klären, was es jetzt damit auf sich hat. Mit seinem Vater. Und zwar sehr, sehr bald sogar. So, hier gibt es, glaube ich, vorerst nichts zu holen. Später könnte man da hier schon was holen. Wenn man die große Materie im Besitz hat. Wenn und falls. Apropos Nanaki, wo ist er jetzt eigentlich? Ach, ich glaube, wir müssen raus zu den anderen. Ist nur so ein Gefühl. So, Speicherpunkt öffnen. Natürlich. Gewiss. Gewiss tun wir das. So, speichern hier an dieser Stelle einmal ab. Und hört sich jetzt, glaube ich, ganz komisch an. Aber ich glaube, wir machen an dieser Stelle vorläufig. Vorläufig? Ja, ich glaube vorläufig. Wir machen hier vorläufig an dieser Stelle erstmal ein kleines Pause, meine Damen und Herren. Und sehen uns das nächste Mal wieder bei Final Fantasy 7 in aller Frische. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal gerne ein Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen und würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und vor allem den YouTube-Algorithmus, sodass er das checkt und dieses Video auch anderen Leuten weiterempfiehlt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.